Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vorstellungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich mache mal ganz kurz den hier. Juhu, hallo, da bin ich wieder. Ja, Kontrollblick muss wie immer sein. Ja, das unbetitelte Gänsegame, Gänsegame vor allen Dingen, Gänsespiel, wenn schon, dann richtig deutsch, ne? Von Haus, habe ich mir herausgekramt, um es vorzustellen, hier in dieser Vorstellungsreihe. Namentlich darf ich vorstellen, das ist Ibit, genau. So, ja, diesen Zungenbrecher, den schenke ich mir. Ja, um was geht's? Wir spielen tatsächlich eine Gans. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Und wir sind eine fürchterliche Gans und fallen über ein ahnungsloses Dorf her. Das Ganze firmiert unter der Bezeichnung, jetzt muss ich ganz kurz nochmal gucken, das habe ich mir aufgeschrieben. Sandbox Slapstick Schleichspiel. Was die Leute darunter verstehen, werden wir gleich sehen. Bevor wir aber starten, gehe ich noch ganz kurz in die Optionen. So. Ja, wie man das so halt kennt, ne? Das übliche Vollbild hier, ne? Erstmal so für die Grafik, Auflösung und Grafikqualität, natürlich das Beste, was wir hier zu bieten haben. Da wollte ich hin, das ganz kurz mal kontrollieren. Musiklautstärke ist, glaube ich, okay. Effektlautstärke ist so auch in Ordnung. Ich glaube, das kann alles so bleiben. Hätte man gar nicht reingehen müssen. War ich wieder zu vorschnell oder so? Keine Ahnung. Wie komme ich hier raus? Ohne dass ich irgendwas auswähle oder so, irgendwas verändere. Vor allen Dingen, ich will hier nichts verändern. Ich gehe mal kurz hier hin. Da kann ich, glaube ich, den geringsten Schaden verursachen. So, schon ist es passiert. Schon bin ich wieder weg. So, wir gehen mal ganz kurz in die Credits, weil ich glaube, ich werde hinterher nicht dran dazu kommen. Wir gehen mal kurz in die Credits, um die Leute hier vorzustellen. Ein Videospiel von ganz vielen Leuten. Ich bin mal kurz weg. So, schwupp, da bin ich wieder. Ja, das waren kurz die Credits. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich am Ende des Spiels dann nicht mehr dran denken oder nicht mehr dazu kommen, weil, ne, wie gesagt, ist ja nur eine Vorstellung. Und insofern habe ich das jetzt mal vorgezogen, um die Leute hier halt auch namentlich mal, ne, alle aufgelistet zu sehen, die für dieses Spiel verantwortlich sind. Und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dieses Spiel endlich zu starten. Das ist ein alter Spielstand. Genau. Wir haben ja gesehen, die Entwickler des Spiels heißen Haus. Publisher ist Panic. Das Spiel ist herausgekommen im September letzten Jahres. Da war ich auch schon eifrig dabei und habe so meine ersten Runden gespielt, aber wirklich nur erste Runden. Ich habe es nicht durchgespielt. Und aktuell ist dieses Spiel zu beziehen für 15,99 €, also knapp 16 Euro. Ja. Und, da ist eine Probeaufnahme nochmal gemacht, weil, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Ich nehme die weg. So. Und dann starten wir einfach mal. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Was kennt man ja, wird geladen. Zum Schnattern X drücken.
Eieiei, das ist die liebe kleine Gans. Ja, hallo, liebe Freunde, hier bin ich, ja. So, ich war in meinem Leben schon, ich habe so mal einiges gemacht, aber eine Gans war ich bis jetzt noch nicht. So, um rennen zu können, muss man den A-Knopf drücken. Dazu muss man wissen, wo der A-Knopf ist. Jetzt habe ich ihn gefunden. Sie macht das wunderbar. Was ist denn das? Ganz viele Glocken. Die will ich haben, da will ich ran, da will ich... Moment mal. Ich kann mit meinen Flügeln zwar schlagen, aber irgendwie kann diese Gans nicht fliegen. Den hat man. Eigentlich ist es ein Ganter, glaube ich, ne? Männliche Gans heißt, glaube ich, Ganter. Die Vogelkundler unter euch wissen da bestens wahrscheinlich drüber Bescheid und können das entsprechend korrigieren. Anscheinend hat man dem Ganter irgendwie die Schwungfedern gemopst und er kann zwar nur noch den Flügel schlagen, aber fliegen kann er nicht mehr. Der Arme, ich komme da nicht dran. Ich komme auch nicht irgendwie auf diesen Baumstamm da drauf. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie ist uns dieser Weg verwehrt. Gut, wenn nicht ist, ist nicht. Wir gehen mal hier so ein bisschen weiter zum Neigen LT. Drücken. Ja, gut, habe ich gemacht. Ich komme hier durch, das ist ja schön. So. Und nun kann ich irgendwelche Sachen, genau, mit B kann ich jetzt meinen Schnabel benutzen, indem ich hier, beispielsweise diesen netten Schuh einfach mal schnappe und durch die Gegend trage. Ich bin jetzt ein Schuhträger. Was? Nach unten neigen, um Dinge vom Boden aufzuheben. Halte LT und drücke dann B. Moment. Entschuldigung. Ich weiß, es ist unhöflich, aber das musste jetzt sein. Ja, ich muss erstmal hier den Schuh wieder loswerden. Ich habe mich so jetzt an den Schuh gewöhnt. Ich will ihn eigentlich gar nicht loswerden. Das ist mein Schuh. Ich finde den Schuh klasse. Ich nehme den wieder mit. So. Ich drücke die ganze Zeit B, aber jetzt lässt er den fallen. Warte mal hier. Oh! Nett, ja. Bin ich gut. Ja, sind alte Freunde, muss man verstehen. Die haben sich schon lange nicht mehr gesehen und das war einfach jetzt notwendig. So, LT drücken und B drücken und schon haben wir die Dose, weil die will ich da unbedingt weghaben. Die verschandelt mir hier nur die Umwelt und die hat da an dem Baumstumpf nichts zu suchen. Ich lege die mal hier ab. So, genauso wie diesen Ball da. Der hat ja eigentlich auch nichts zu suchen. Irgendein Mensch, irgend sowas da, hat diesen Ball da frecherweise hier in meinem Garten, in meiner Umwelt, liegen gelassen. Und ich habe nichts gesehen. Der ist da ganz normal und liegen geblieben. Gut. Ja, ich habe hier, wie auch immer, habe ich alles gemacht. Und was jetzt? Das muss ich ja durch. Okay. Da unten ist immer noch was. Oh, Moment, ich stehe nicht richtig. Immer noch nicht richtig, jetzt. So, weg damit. Ob das jetzt so in Ordnung ist, weiß ich nicht, aber... Dieses böse Tor wollte mich erschlagen. Ich hab's genau gesehen. Ich bin doch nur eine ganz arme und liebe Gans und will hier nur meiner Wege gehen. So, mit... Das haben wir schon gesehen, mit RT kann ich hier mit den Flügeln schlagen, nur so rein lufttechnisch bringt das gar nichts. Oh, jetzt geht los. Dann nutze ich mal die Gelegenheit. Ach, das war schon, das, ja gut, kurz und schmerzlos, so liebe ich das, das ist eigentlich ein sehr nettes Intro. Guck ich mal hier so ein bisschen um. Einmal unter der Brücke durch. So, ich glaube, man kann auch noch zoomen, genau. Mit der linken anderen Taste kommt man ran an die Gans und oder an den Ganter vielmehr. Übrigens Gustav, ja, also Gustav Gans, ganz klar, ne, der glückliche Gustav. Und mit der rechten kann man sich von dem Gustav wieder entfernen. Und ich glaube, ich sollte mal so langsam mit dem Rumspielen hier aufhören und ins Land gehen. Denn ist ja nicht so, als wenn wir hier nichts zu tun hätten.
Also ganz hin oder her, wir sollen ja hier die Leute, die uns nerven, nerven. Und, das machen wir auch. Wenn die Menschen da schon meinen, irgendwie sie müssen da ihre Dosen da überall liegen lassen und mir hier die Umwelt verschandeln, da kann ich als ganz aber auch anders werden. So, Aufgaben, genau, wir haben jede Menge Aufgaben. Geh in den Garten, mach den Gärtner nass. Okay. Klau dem Gärtner seine Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen, muss ein bisschen kurz umsetzen, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, wirf den Rechen in den Teich, okay, mach ein Picknick. Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und einen Korb. Jetzt werde ich es. Hör doch mit links. So, hier haben wir nochmal die Steuerung. Genau. LT ist ducken, hereinzoomen ist LB. Back, da habe ich gerade drauf gedrückt. Damit kann man sich die Aufgaben und so anschauen und was wie die Steuerung halt ist. Start hält man das Ganze an, also beendet man das Spiel im Prinzip. RT, flattern, B herauszoomen, hat jetzt kaum geklappt, gedacht. B ist schnappen, A ist rennen und X ist schnattern und ja, mit dem linken Stick steuert man dann den Gunter in dem Fall. So, erstmal hier wieder raus. Genau. Es ist sehr, also für Leute, die so mit diesen Controllern hier, mit diesen Dingern hier so nicht so verwandt sind, so wie ich, ist das eigentlich ein sehr schönes Spiel, weil die Steuerung ist relativ handzahm. Ja, man muss trotzdem die richtigen Knöpfe drücken, lieber Namdos, ne? Dann klappt das auch. So, ich habe mir aber hier so dieses Sandwich-Teil geschnappt. Oh, ich denke, das wird hier auch die Picknickdecke sein. Dann kann ich schon mal hier das Sandwich wieder ablegen. So, hiermit erkläre ich feierlich diesen Bereich hier als mein Reich. Das ist hier Ganterhausen. Hier werde ich mein Domizil errichten, meine Kinder zeugen aufziehen und die Weltherrschaft antreten. Hm. Das ist der Plan. So. Okay. Also, wie sieht das überhaupt aus? Reicht da so ein so ein Teil oder brauche ich da mehrere? Weil da liegen zwei. Das ist noch eine Hälfte. Wo war jetzt der Knopf? Gut, mal gucken. Ich bin hier ein bisschen zu weit nach unten gerutscht mit dem dicken Finger. Nein, ich muss natürlich beide Sandwich-Teile mir schnappen. So, das mache ich doch gerne. Nur nicht hier reinbeißen, auch wenn es verdammt gut duftet und man doch versucht ist. Mal ganz kurz. Genau. Essen darf ich es nicht. Ich würde so gerne. Ich habe Kohldampf. Ich schließe eine Gans. Ich hab immer Hunger. So, den Apfel, den nehmen wir uns auch mit. Da steht da noch der Korb rum, aber alles andere, also sprich zum Beispiel das Radio, keine Ahnung, das müssen wir irgendwo noch ausfindig machen. Okay, ich schalte mal ein bisschen den Turbo hier ein, das muss ja hier nicht im Schleichgang alles passieren. Da drücken, hier drücken, bin überfordert. Oh, ja, ich bin Hulk. Bin hier die stärkste Gans in dieser Gegend. Wahrscheinlich auch, weil ich die einzigste bin. So. Korb hätten wir, Sandwich hätten wir auch. Ich guck mal ganz kurz, ob dem auch tatsächlich so ist. Jo. Sandwich, Apfel und Korb haben wir schon mal erledigt. Es bleibt übrig Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne und Radio. Ein Radio muss es unbedingt sein. Ja, ich bin da zum Krähen. So. Da steht ein. Oh, das ist ja ein Radio. Und das ist ja gut. Hallo, Radio. Radio. Radio macht natürlich Lärm. Ganz klar. Logisch. Was auch sonst. Oh, Radio kaputt. Radio macht keinen Lärm mehr. Das ist gut. Dann hat sich dieses Problem schon mal erledigt. Es hieß ja nur, ich muss ein Radio abliefern. Ob das auch funktionstüchtig ist, davon stand nichts im Vertrag. Gucken wir eben noch, ob das auch so richtig ist. Jo, Radio ist akzeptiert, auch wenn das jetzt so ein bisschen kaputt ist. Aber dann fällt das vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, dass das jetzt weg ist. So, wo ich gerade hier bin. Achso, ich soll ja hier den. Ich sehe hier so einen Wasserschlauch und
Jetzt kommt das mit dem Ranzoomen und dem Rauszoomen. Wenn ich jetzt hier da rumdrehe. Bewässerungsanlage am Start. Nur der Gärtner fehlt. Ja komm, wenn ich gerade mal hier bin, dann ne, ich mache mal hier so ein bisschen Gartenarbeit für mich. Ich schnupp mir mal hier so, ich weiß nicht, was das ist, Dünger, was auch immer, vielleicht auch einfach nur Erde. Und nee, ins Wasser will ich die jetzt nicht unbedingt schmeißen. Wäre lustig auf eine Art, aber ich glaube, es reicht, wenn ich das erstmal so ganz weit weg schleppe. Damit der Gärtner was zu tun bekommt. Wer ist er denn? Also definitiv kein Gärtner. Nun gut. Der macht da Musik. Ich lasse den mal. Der stört mich nicht. Der soll da seine Musik machen. Eventuell singe ich ein bisschen mit, wenn mir danach ist. Und so, dann schnappen wir das Teil auch noch. Kann ich. Nee, schneller geht jetzt nicht. Ne? Das ist einfach zu schwer, das Teil. Ich bin zwar Hulk, aber auch Hulk hat seine Grenzen. So, blum, 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 blum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ganz super animiert. Überhaupt, also das so dieses ganze Szenario. Sehr ja, liebevoll, sehr schön in Szene gesetzt. So dieser leichte Comic-Touch, den der Ganze hat, unterstreicht diese Comedy-Slapstick-Geschichte noch ein bisschen, finde ich. Also Grafik, Animation ist schon mal top. Kann man nichts gegen sagen. So, jetzt müsste ich eigentlich hier irgendwie in den Garten kommen. Komme ich hier? Darf ich? Moment, ich kriege das nicht auf. Hallo, Gärtner, mach mal auf hier. Ich bin wichtig. Ich muss hier rein. Ich habe hier Dinge zu tun. Wo bist du? Der sitzt mit Sicherheit irgendwo faul rum und macht Mittag oder Frühstück oder alles zusammen. Ob nicht wahr. Also ich mache hier die Mühe, schleppe hier alles weg, was ich irgendwie schleppen kann. Und der macht hier irgendwie, weiß ich nicht, Ferien. Hallo. Geht das nicht auf, ne? Ich kann zwar den Hals durchstecken. Schade, dass man das von der anderen Seite jetzt nicht sehen kann. Das muss ein Bild für die Götter sein. Ich finde das klasse. Ich liebe dieses Spiel, muss ich schon ehrlich sagen. Also, ist einfach super. Kann ich mit dem Ding hier irgendwas machen? Mein Aushof vielleicht durch die Gegend schleppen? Nee, gar nicht. Gut. Krieg ich selber das Türchen hier nicht auf? Das ist ja. Hallo? Wo ist dieser dusselige Gärtner? Ich glaube, das Radiokopf zu machen war keine gute Idee. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte diesen hier machen. Vielleicht kann ich den von irgendwo anders aufscheuchen, weil es hier, ne, da komme ich jetzt nicht durch, der Knauf, wie fast gesagt, das Ding zum Entriegeln ist auf der anderen Seite. Wo ist der? Hier ist ein Garten, da gehört ein Gärtner hin. Das ist Naturgesetz. Also, ne, wo ein Gärtner, auch ein Gärtner. Aber der ist irgendwie, weiß ich nicht. Hallo. Ich will hier rein. Warum kann ich mir die Tür nicht selber schnappen? Ich kann doch sonst alles. Und noch Hulk. Und Gustav und alles. Aber irgendwie nicht. Ich wehe so gut ich kann. Aber er will nicht. Dann schnappe ich mir doch den hier eben auch noch. Was soll's? Moment, Augenblick. Nicht. So, nein. Ja, jetzt. Genau. Ran. An das Teil da. Brauche ich ja nicht ganz so weit zu schleppen. Habe ich mal so aus Spaß da mal hier so hin. Der sich anstrengt. Oder sie, je nachdem. Also in dem Fall ein Ganter. So. Gut. Bin mit mir sehr zufrieden, wie man sieht. Ja, ich mit stolz geschwellter Brust marschiere ich hier lang. Ich mach mal den hier. Vielleicht reagiert er ja auf den Wasser. Auf den Wasser. Ja, super. Landlos, super. Ganz klasse. Vielleicht reagiert er ja auf das Wasser. Ach, jetzt, der, da kommt er. Jetzt kommt er angedackelt. Der alte schwere Nöter. Macht hier einen auf wichtig. Was? Du verjagst mich? Du verjagst mich nicht ein zweites Mal. Das sage ich dir jetzt schon. So. Hier in den Garten haben wir geschafft.
wäre ja gelacht gewesen. So, jetzt müssen wir den Rechen, den müssen wir ins Wasser schubsen. Ich glaube, der wird das aber nicht unbedingt so ohne weiteres zulassen. Was habe ich denn hier Schönes? Das eine könnte eine Thermoskanne sein und das andere könnte Marmelade sein. Nein, den Apfel will ich nicht. Den Apfel habe ich schon. Lass den Apfel. Nimm mal die Marmelade. Jetzt weiß ich nur nicht. Oh, wegfallen lassen. Ist nicht so gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der gerade ist. Natürlich, natürlich, natürlich. Verdammt. Ja, schnell drehen. Das war mir jetzt aber auch nicht so die Hilfe. Das ist die Frage. Ist der da freiwillig hin oder muss ich den da irgendwie hinlocken? Ansonsten. Na, das Türchen kann ich auch wieder zumachen. Schnappe ich mir doch einfach mal dieses Teil. Hätte ich gesehen. Glaube ich zumindest. So, Karotte weg. Haben die Karotte schon mal erfolgreich abgelegt. Es wird. Wir kommen voran. Also das Picknick ist, es nimmt Form an. Wo ist der Typ jetzt? Ist er zufällig da, wo ich ihn haben will? Natürlich nicht. Der geistert wieder, weiß ich warum. Vielleicht kann ich mir ja den entweder den Rechen schnappen oder die Marmelade. Wo ist der? Ist der Typ? Hey Typ, wo bist du? Gärtner? Ach, da ist der. So mal nicht mit meinem Freund. So mal nicht. Hier bin ich der Chef, damit das klar ist. Mach hier bloß kein Heckmeck. Für Heckmeck machen bin ich zuständig. So. Den habe ich aber jetzt Bescheid gestoßen. Da von wegen hier jetzt da den wilden Mann machen oder so. Nicht mit mir, nicht mit Gustav Ganz. Er will dieses Teil. Wenn er das haben will, kann er das kriegen. Das ist einfach dran geblieben. Das ist ja wohl nicht wahr. Ach, jetzt fällt ihm auf, dass da die Karotten fehlen. Das ist nicht so schön. Kriege ich das irgendwie schnell hin, dass er dann noch nass wird? Das wäre toll. Ich hätte länger warten sollen. Der ist auf dem Weg. Juhu, hallo Gärtner. Wo ist der hin? Dann kannst du keine 5 Minuten außer Augen lassen. Der ist sofort, ist der irgendwie wieder weg. Fürchterlich. So, gutes Personal zu bekommen ist heutzutage, ich sag mit euch, sehr, sehr schwer. Jetzt runter hier hinten rum. Was soll denn jetzt? Der Mann macht nur Mist. Hier, du sollst da zu dem Wasserspringer da gehen und genau. Moment, ich bin doch nicht startklar hier. Jetzt renne ich sofort wieder weg. Muss er denn jetzt zu mir? Ich hab's geahnt. Das Leben einer Gans ist nicht einfach. Er kümmert sich da rührend um seine Blumen. Sachchen. Okay, ich glaube, der ist gerade mal abgelenkt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich schnapp mir mal schnell den Marmelade. Stell dir mal. Ständig ist irgendwas im Weg hier. Das ist ja fürchterlich. Schnell die Marmelade und raus hier. Bevor der Typ da Bild kriegt. So. Marmelade ist auf dem Platz abgelegt worden. Das ist sehr schön. Jo. Wo ist er denn jetzt? Was er mit seiner Gießkanne? Kannst du mal das ist meine Gießkanne. Sofort die Gießkanne her. So, die leise Hoffnung, dass er vielleicht jetzt wieder hier um die Ecke kommt. Nee, der will bloß wieder da die Rose gießen. Wenn ich jetzt hier einfach mal den hier mache. Ne?
So, dann lege ich die mal hier hin. Gefällt dir doch bestimmt nicht, oder? Einfach mal so die Karotte da hinlege, wo sie ja eigentlich nichts zu suchen hat. Und dann, oh, er kommt gerade an, er kommt gerade angedackelt, sieht die Karotte. So macht man einen Gärtner nass. Sehr schön. Das ist damit erstmal erledigt. Ja, wie weit sind wir denn? Kurz mal geguckt. Oh, wir haben noch nicht ganz so viel gemacht. Wohl, ja gut, wir brauchen nur noch den Kürbis und die Thermoskanne. Da haben wir dann die Picknickdecke da irgendwie komplett. Beziehungsweise die Sachen für den fürs Picknick komplett. Dann brauchen wir noch den Schlüssel. Wir müssen den Sonnenhut irgendwie tragen. Und wir haben immer noch nicht den Rechen in den Teich geschmissen. Das ist nicht so gut. Gut, oder auch nicht gut. Schlüssel. Oh, den Gärtner, der Schlüssel. Ja, also wie ihr seht, ne, das läuft halt darauf hinaus, hier die Leute nach Möglichkeit zu ärgern, sie von ihren normalen Tätigkeiten abzuhalten und irgendwie ja, hier Dinge zu tun halt. Ne. Das, hallo, ja, du kriegst mich jetzt nicht mehr los. Ich hab dich im Blick, ich hab dich im Blick, mein Freund. Nee, ich mach das mal anders. Oh, jetzt kommt er mir hinterher gedackelt. Der mag mich. Der mag mich. Eigentlich ist der scharf auf mich, das ist ganz klar. Ich bin ja auch nur super ganz, ne? Oder ein Kanter vielmehr. Ja, ist ja gut, mein Freund, ist ja gut. Bleib schön cool, genau. Genau, ja, du willst die Schaufel, ich will den Schlüssel. So hat jederseits. Ah, das hätte fast klappen können. Ich bin ganz friedlich. Ich mache eigentlich gar nichts. Ja. Ach. Steht aber immer gerade so, ne, dass man an den Schlüssel nicht rankommt. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Oh, ich habe ihn fallen lassen. Ich bin so dumm. Ich habe ihn fallen lassen. Ich bin eine dumme Gans. Jetzt. Jetzt aber schnell. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben ihn den Schlüssel geklaut. Wir sind die beste Gans der Welt. Oh nein. Oh. So gerne dafür gesorgt, dass der Schlüssel ins Wasser plumpst. Hat nicht ganz geklappt. Vielleicht kriegen wir das jetzt mit dem Kürbis irgendwie hin. Warte mal. Hier sind hier vorne die Kürbisse. Dann schnappe ich mir den mal eben. Und dann sehen wir mal zu, dass wir den Kürbis da wegkriegen. Polter die Polter. Mann, ist das schwer. Aber Hulk schafft das. Ich bin Hulk, ich schaff das. Ich bin die Supergans hier. Das ist überhaupt kein Thema. Wie kriege ich den Kürbis, den kriege ich hier mit links auf die Decke buxiert. So. Bist du wohl. Kürbis am Start und auf dem Platz. So. Sehr gut. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch die Thermoskanne. Das ist, ja, das kann unter Umständen schwierig werden. Weil das ist der weiteste Weg, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also genauso weit wie vorhin mit der Marmelade. Und ja, er ist schon wieder hier mit seinem... Ich kann ihn ja mal ganz kurz ein bisschen ablenken. So, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will ja gar nichts. Ich will nur deinen Schlüssel wieder mal, nach Möglichkeit. Ah, guck mal hier, was ich hier Schönes mache. Zack, boing. So, das Ding schnappe ich mir auch. Na, wenn ich es denn... Die falsch. So. Du kriegst mich nicht. Doch. So. Vielleicht reicht es ja, um ihn so einigermaßen abzulenken. Nein, das Ding will ich nicht. Das Ding will ich. So, und jetzt aber raus hier. Und zwar möglichst schnell. Vor allem ohne, dass der mich sieht. Das ist immer so der Haupt. Wo ist die Decke? Nee, lass fallen. Jawohl, wir haben das Picknick gemacht. Sehr schön. Da kann ich jetzt die Sachen kann er jetzt ruhig wieder wegtragen. Das ist egal. Wir haben das mit dem Picknick geschafft. Jo, ja, ich würde sagen, das soll es als Vorstellungsteil sozusagen reichen. Ausreichend sein, um sozusagen das Spielprinzip zu verdeutlichen. Ich bin ganz nah an meiner angestrebten Weltherrschaft, das ist gar keine Frage. Als Gunter hier bin ich hier der King of the Road. So, jetzt habe ich den Schlüssel.
Nicht. Ja, mein Freund, da guckst du dumm nicht. So. Was? Soll doch wirklich wahr sein. Ich halt. Hab nicht gewusst, dass das Wasser so niedrig ist. Okay. Ja, bis dahin, würde sagen. Also, mir persönlich macht das Spiel sehr viel Spaß. Grafik finde ich super gemacht. Wie gesagt, die Animation einfach klasse hier von dieser Gans. Und das ganze Szenario ist sehr, sehr, sehr liebevoll designt und so weiter und so fort. Also sehr ansprechend. Musik, habt ihr gehört, passt sich der jeweiligen Situation an. Die Soundkulisse ist halt auch entsprechend stimmig. Und sagen wir so, für knapp 16 Euro kann man eigentlich nichts verkehrt machen, wenn man so ein Spiel sucht, das so für zwischendurch, ja, um da so seinen Spaß mit zu haben. Und einfach mal eine fiese Gans zu sein oder einen fiesen Ganter, je nachdem. Das war's von meiner Seite. Und, jetzt sucht er das Radio. Ja, mach du mal. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns in einem anderen Vorstellungsvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen den bösen Ganter raushängen lassen. Macht's gut.